Eins, zwei, drei. Wenn ihr eure Haut von so auf so in ungefähr 3 Minuten bekommen möchtet, dann schaut euch einfach das Video an. Viel Spaß! Hi, ich mache heute ein Video zu dem Yamina Glow. Ich habe dieses Video schon seit Ewigkeiten geplant und irgendwie kam ich nie dazu oder ich hatte immer, ich glaube, ich habe das zerdacht. So ist es eher. Ich dachte immer so, nein, ich muss jeden einzelnen Schritt und welches Produkt nehme ich nur und wie soll ich das zeigen? Also es ist jetzt nicht irgendwie Science, was ich mache. Aber in typischer Yamina-Manier hatte ich das einfach verkompliziert. Damit ist heute Schluss, denn ich hatte vor, ja, ich glaube so im April war das tatsächlich, ein paar Mal so meine Hand gepostet mit Produkten und dann danach ein Video gepostet bei Instagram von meiner Haut. Und das Feedback war sehr, 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 sehr positiv und ihr wolltet halt wissen, was es ist. Seitdem denke ich halt darüber nach. Und jetzt zeige ich euch das super gerne. Ich finde, das Wichtigste ist schnell, wenig Tools, die richtigen Produkte, um das perfekteste Ergebnis zu erreichen. Und natürlich ist das Ziel strahlende, glowy, gesunde, wunderschöne, glückliche Haut, die natürlich immer mit einer Schicht SPF startet. Das muss ich, glaube ich, jetzt nicht zum 500. Mal sagen. Doch muss ich, wobei, doch muss ich. Ich habe eine Instagram-Umfrage gemacht und 42% von euch, viele von Instagram sind auch hier, tragen nicht täglich SPF. Wir müssen daran arbeiten. Nehmt zum Beispiel Ultraviolet. Da kann ich euch gerne einen Code in die Infobox packen. Großartige Produkte, absolut ma. Und jetzt beginnen wir. So sieht meine Haut jetzt aus. Ich habe nichts drauf. Außer ein bisschen Hautpflege. Ich habe so vor, keine Ahnung, einer Stunde geduscht, habe meine Haare gemacht und mich jetzt für das Video vorbereitet. Ihr braucht die richtigen Produkte in der richtigen Kombination. Ich sage jetzt einfach meine absoluten Favorites. Wir reden wirklich über Base-Produkte, über Primer, über SPFs, ganz leichte Foundations, Produkte, die ein Hybrid sind aus Primer, CC Cream und so weiter. Und genau mit solchen Produkten erreicht ihr diesen Look. Ich beginne mal mit dem Spotlight Illuminating Primer von Physicians Formula. Den gibt es bei Purish. Ich habe auch schon sehr oft nachgefragt und es kommt ein Restock, weil nachdem ich den gezeigt hatte, war der sofort ausverkauft und seitdem war der nicht mehr wirklich da. Aber fantastisches Produkt. Wirklich ein absoluter, wahnsinniger, ja, wie das Wort sagt, Illuminating Glow Primer. Und ich habe schon mal gesagt, denkt einfach daran, dass der nach Mandel riecht, denn der Geruch ist ein bisschen speziell, aber wenn man denkt, das ist Mandel, dann ist es okay. In der gleichen Schiene funktionieren die Produkte, die ich gleich zeigen werde, in der Kombination super mit dem Saï Glowy Super Gel und Star Glow. Auch hier ganz leichte gelige Textur, super schöne, seht ihr, Reflexion. Und vor allem wichtig bei dieser Kombi, die ich immer mache, ist, ihr braucht halt dünne Schichten. Also ihr braucht, was heißt dünne Schichten? Ihr braucht Produkte, die einfach nicht so pappig auf der Haut sind, die einfach schön in die Haut oder ins Hautbild reinschmelzen. Dann passt dazu auch sehr von Keys, das ist die Skincare-Brand von Alicia Keys, das Let Me Glow Illuminating Serum. Das zum Beispiel eher, das ist halt schon auf jeden Fall noch mehr auf der Hautpflegelinie oder auf der Hautpflegeseite. Der riecht sehr nach Rose. Dadurch, dass ich aber sehr auf meine Hautpflege eingeschossen bin, was so meine Wirkstoffe anbelangt, ist es für mich halt eher ein Make-up-Produkt, aber passt halt auch perfekt in diese Kombi. Dann auch ein, ja, Hautpflege-slash-Make-up-Produkt von Pixi, was ich auch sehr liebe, ist der Radiance Perfector. So, so schön, auch gerade wenn ihr eher ein kühlerer Hauttyp seid, denn der ist halt sehr rosa. Und das kann man halt auch mega schön. Ihr könnt natürlich auch alle einzeln auftragen. Ich zeige euch nur so ein bisschen die Kombis, die ich halt gerne mache. Ist schon klar, dass ihr nicht jedes einzelne Produkt braucht, ne? Ich zeige euch nur meine Favoriten. Dann liebe ich ja auch von HAO Cosmetics das Indigo Pearl Shine Elixir. Das ist auch wieder ein bisschen was Kühleres. Und der hat so einen leichten, ja, diesen lila-blau Unterton. Super, super schön, um das mit anderen Produkten zu mixen. Dann habe ich mehr in diese bronzige Richtung, liebe ich ja von By Terry, das Brightening CC Serum. Da habe ich auch eigentlich, glaube ich, jede Farbe, die es davon gibt. Das ist gerade diese kleinen Travel-Größe und die waren in letzter Zeit oft unterwegs, deswegen war das immer ganz gut, die mitzunehmen. Und ihr seht das halt schon, ne? Ein bisschen bronziger. Das gibt dem Hautton, seht ihr das? Also ich verblende das mal, auch gleich schon so einen kleinen
so einen kleinen sonnengeküssten Touch, was ich halt auch super schön finde. Dann liebe ich auch den Flawless Filter von Charlotte Tilbury, den habe ich in der Farbe Nummer 4. Ich wollte mir den auch in der Nummer heller kaufen, aber dieses Produkt ist so absolut krass ausverkauft seit Monaten, das ist unnormal. Liebe ich auch total, finde ich auch super schön, einfach wirklich als so Foundation-Ersatz. Trage ich dann hier einfach immer auf und zack, zack, müssen wir den Händen einblenden, vielleicht ein bisschen Concealer, fertig. Ist halt super glowy, ne? Aber ich finde es wahnsinnig schön. Dann liebe ich auch von Catrice den Tensational 10-in-1 Dream Primer. Auch hier für mich ein Produkt, was ich durchaus auch als Foundation-Ersatz benutze. So cremiger als die anderen, nicht so doll flüssig. Und gibt dem Ton der Haut so eine, ich würde sagen, Ebenmäßigkeit, ja. Alle diese Sachen, die da draufstehen, ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Also der ist Priming, der ist Hydrating, du kriegst einen Natural Glow. Ja, wobei ist es eigentlich gar nicht so übertrieben. Die sind schon sehr viele Versprechen, die hier drauf sind, stimmen schon. Pore Minimizing, also wirklich, ich habe das nachgekauft, ne? Wo ist denn der Leere? Ich habe gerade da meinen Schrank getan. Ich habe mir das schon zum zweiten Mal nachgekauft. Also ich bin wirklich ein großer Fan, auch gerade so in puncto kostengünstiger als die anderen auf jeden Fall. Dann habe ich auch relativ neu, aber das finde ich auch mega schön, von Lush, das Charisma Skin Tint. Eine pflegende Farbe mit Kakaobutter, die jeden Hautton einen warmen, bronzefarbenen Schimmer verleiht. Und das kann man zum Beispiel auch sehr geil in die Hautpflege mit reinmischen oder einfach ja, auf die Haut raufgeben, damit man schon so eine leicht ja, bronzige Nuance hat. Oder das kann man auch einfach schön hier auf die Wange geben, einfach als Bronzer, um diesen super natürlichen bronzigen Flush irgendwie zu bekommen. Also ihr seht, ich liebe diese Multi-Purpose-Produkte, wie man sie so schön nennt, mit denen ich einfach viel anfangen kann. So, das sind diese ganzen glowigen Geschichten, die ich mache. Dann als, sage ich mal, Basis für meine Mixtur, die ich mache, habe ich eigentlich immer mein SPF oder halt einen Tinted Moisturizer oder eine ganz leichte CC Cream. Da liebe ich, muss ich jetzt nicht, seit Jahren, die IT Cosmetics CC Cream. Das ist halt, wenn ich ein bisschen mehr Deckkraft möchte, aber trotzdem diesen sehr natürlichen Look habe, dann nehme ich immer nur so, ich würde sagen, ein Drittel quasi Farbe und zwei Drittel nur Glow. Ja, so ungefähr von der Ratio kann ich euch das sagen. Dann liebe ich auch seit Jahren, und das kommt da auch immer rein, die Daywear von Estée Lauder hat einen SPF von 15, reicht aber nicht aus. Deswegen auf jeden Fall immer noch SPF 50 drunter tragen. Nichtsdestotrotz ist das einfach ein wunderschönes Produkt als normalen Moisturizer, Klammer auf, SPF tragen, Klammer zu, der halt einfach sich dem Hautton so ein bisschen annimmt. Das ist so leicht gräulich, das Produkt. Ist auch schon, also das würde ich, glaube ich, seit 10 Jahren eines meiner Favorites. Riecht so ein bisschen nach Gurke. Und das ist dann von diesem Gräulichen, wird es dann halt in, ja, in einen ganz normalen Hautton übergehen und macht so ein wunderschönes, samtiges, nicht samtig, es ist nicht matt, aber so ein schönes, ja, einfach gleichmäßiges, frisches Hautbild. Liebe ich sehr. Und dann finde ich auch von SkinCeuticals sehr, sehr cool das Mineral Radiance UV Defense Sunscreen SPF 50. Mein Problem damit ist, deswegen habe ich damit angefangen, diese ganzen Sachen zu mixen, das ist ein sehr, sehr, sehr gräuliches Produkt. Selbst für Lela war das, ja, es hat so einen Grauschimmer auf der Haut hinterlassen. Deswegen als Solo-SPF würde ich euch immer den normalen Radiance UV Defense empfehlen, wenn man den wirklich nur einzeln tragen möchte. Da ich den habe und den einfach von der Textur und vom Feeling auf der Haut super schön finde, habe ich halt angefangen, diese anderen Produkte mit reinzumischen. Ich weiß zwar jetzt viel, aber ich wollte euch nur so einen Überblick geben. Ihr müsst natürlich nicht alles haben. Schaut einfach, habt ihr vielleicht einen Tinted Moisturizer, habt ihr vielleicht einfach einen Glowy Primer und habt ihr einen SPF, den ihr reinmischen möchtet, vielleicht nochmal ein Face-Öl, wenn ihr super trockene Haut habt. Und dann mixt ihr einfach mal ein bisschen zusammen. Und meine zwei absolut Lieblingskombis zeige ich euch jetzt. Dafür zoome ich euch ran, bürste meine Haare einmal durch und mache die hinten zusammen. Ich arbeite auch einfach mit meinen Händen. Ja? Ich finde das einfach am schönsten, weil diesen Schritt mache ich einfach im Badezimmer immer morgens. Ja? Ich mache eine super, super extrem natürliche Version und eine, die ein bisschen deckender ist. Einfach nur, um euch das zu zeigen. Und zwar nehme ich diese drei Produkte. Den Tensational Primer von Catrice, Daywear von Estée Lauder und den Spotlight Illuminating Primer
von Physicians Formula. So eine Erbsengröße, das ist ja mein Produkt mit der Deckkraft. Und dann nehme ich 2/3 Glow. Einen Pumpstoß hier. Und so gesehen hat der auch so ganz mini Deckkraft. Und ein bisschen mehr davon. Das ist so die Kombi. Ihr könnt natürlich variieren von der Menge her. So, dann wird das verrieben. Und ich mache wirklich, dass das komplett in meinen Handflächen sich mischt, ja. Und dann, als ob ich mich eincremen würde. Das ist mega wichtig bei dieser Art, Produkt aufzutragen, weil ihr wollt, dass einfach eure Haut komplett mit den Produkten verschmilzt. Deswegen klopfe ich das auch nicht ein oder so, sondern wirklich richtig, richtig schön einmassieren und fertig. Das ist wirklich meine Base in 90%, ach keine Ahnung, 95% der Tage, an denen ihr mich seht. So etwas, ja, also diese Produkte, immer 2 oder 3 Pumpstöße jeweils, worauf ich gerade Lust habe. Zack, 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 fertig. Ich finde, immer wenn ich das mache, fühle ich mich am schönsten. Ich fühle mich dann einfach wohl, weil meine Haut so super frisch und glowy ist, aber man trotzdem immer meine Haut durchsieht. Und ja, das ist mein Look, ja. Und dann mache ich ein bisschen Creme Blush. Das machen wir gleich. Da würde ich dann zum Beispiel hier sowas nehmen, so ein Stick von Pixi oder hier diesen Blush Paint. Dann mein Westman Atelier Tinted Loaded Highlighter. Bisschen auf die Wange. Wie gesagt, Wimperntusche trage ich ja aktuell nicht. Lipgloss, fertig. Ich fühle mich wirklich am allerwohlsten genau in dieser Kombination. Das ist übrigens mein SPF 50 von Ultraviolet, habe ich letztens schon drüber berichtet. Love it, love it, love it. Der Sheen Screen in Peach. Ist einfach ein absoluter Traum. Seht ihr einfach, wie schön das ist. Ich liebe es. Und es ist wirklich im Grunde egal, wie ihr die Kombi gestaltet. Ich finde es nur wichtig, dass man dieses 1/3 Farbe und 2/3 halt Glow-Prinzip verfolgt. Das würde ich halt immer sagen. So, jetzt machen wir nochmal eine etwas deckendere Version nach dem gleichen Prinzip. Ich möchte anmerken, ich habe diese Make-up-Wipes geschenkt bekommen, ja. Ich würde sie mir selber niemals kaufen. Aber jetzt ist es tatsächlich gerade kurz praktisch, das mal runterzunehmen. So ein bisschen Serum und jetzt SPF on top. Ich schichte halt immer sehr gerne und probiere halt aus, was halt zusammenpasst, damit sich halt nichts abrollt, ne? Das ist halt mega wichtig. Kurz ein bisschen einziehen lassen, den SPF. Der ist aber auch einfach von Grund auf sehr glowy. Und die zweite Kombi würde ich sagen, um ein bisschen mehr Deckkraft zu haben, Nabla Skin Realist. Love it. Dann machen wir den Pixi Radiance Perfector und den Saye Super Glow. Einen halben, also wirklich auch nur einen halben Pumpstoß, ne? Weil das ist, ist halt ein Skin Tint, ist super, super, super natürlich. Aber ich möchte halt, wie gesagt, die Deckkraft soll trotzdem minimal sein. Hier ein bisschen für Pixi und einen Pumpstoß vom Star Glow. So sieht das aus. 1, 2, 3. Seht ihr hier gerade so in der Mitte ist einfach ein bisschen mehr Deckkraft. Ich liebe es einfach, verschiedenste Kombinationen auszuprobieren, immer mal zu gucken, was sieht heute besonders gut aus. Und das ist das Geheimnis, mehr oder weniger, wenn man das so sagen kann. Ich liebe einfach, diese verschiedenen Kombinationen zu machen. Jetzt kann man natürlich auch nochmal sagen, ich will jetzt hier so ein bisschen was Bronzigeres auf den Wangen haben. Wie gesagt, ich liebe es halt einfach mit meinen Händen so immer so ein bisschen zu schichten und das dann einfach nur hier auf die Wange geben, seht ihr? Dann macht es das nochmal so ein bisschen bronziger einfach hier. Dann kann ich jetzt noch das Charisma von Lush darauf geben. Also so baue ich mir eigentlich täglich mein Gesicht zusammen. Und ich finde, immer wenn ich das so mache, gefällt mir mein Make-up einfach am besten. So, wenn wir schon dabei sind, machen wir das auch mal eben. Das, was noch übrig geblieben ist von meinem Tinted Loaded Highlight. Ich liebe dieses Produkt so unnormal. Kann man auch immer schön aufs Auge einfach geben. Ein bisschen auf die Nase. Dann gebe ich den Rest immer noch oben auf die Stirn. Was ich übrigens auch sehr liebe, ist von Westman Atelier die Foundation. Und zwar ist es der Vital Skin Foundation Stick. Und den benutze ich wirklich so einmal mit dem Finger rauf. Super gerne einfach als
Concealer hier so im Innenwinkel, um das so ein bisschen aufzufrischen. Weil das ist halt auch wirklich so das Produkt, du siehst einfach nicht, dass du eine Foundation drauf hast, ja. Und dann gebe ich das so ganz leicht hier unten, um aufzuräumen. Seht ihr das, was das für einen Unterschied macht? So, gleich schön Wangenknochen und hier ist alles noch so ein bisschen wild. Ich weiß, das ist jetzt super, super, super glowy, ne? Ich mag das. Ihr könnt natürlich auch ein bisschen pudern, das ist ja auch kein Thema. Ein bisschen Blush Stain. Den habe ich in dem koreanischen Laden in Frankfurt gekauft, im Skyline Plaza. Und dadurch, dass ich halt so dünne Texturen die ganze Zeit benutze, verrutschen halt die Cremeprodukte nicht, beziehungsweise lösen die sich nicht irgendwie auf oder bauen irgendwelche Gruben. So, dann bürste ich meine Augenbrauen noch ein bisschen hoch. Judith Williams Lipgloss weiterhin. Fantastisch, ich liebe die. Und einfach nur mal so, das ist ein Victoria Beckham Puder. Einfach nur mal so, um euch das zu zeigen, was dann so ein bisschen Puder machen würde. Puder ich mal eine Seite. Das ist aber auch ein ganz leichtes Puder. Also da, das ist transparent, da sieht man nicht wirklich, dass man überhaupt irgendwie Puder trägt. Nicht gepudert, gepudert. Und so, meine Lieben, ist der Yamina Glow ganz, ganz schnell gezaubert. Ich hoffe, ihr könnt ein paar Tipps mitnehmen. Ich hoffe, ihr probiert das selber mal zu Hause aus. Seid ein bisschen experimentell. Schaut, welche Produkte habt ihr zu Hause. Was könnt ihr zusammenmischen? Wie gesagt, ein Drittel, zwei Drittel. Schön vermischen und dann einfach auf die Haut geben. Ich finde den Look einfach immer am schönsten, am natürlichsten. Und damit fühle ich mich einfach pudelwohl. Ich probiere euch alles in die Infobox einmal aufzuschreiben und wenn ihr Fragen habt, schreibt mir super gerne. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen.